Ja, hallo und herzlich willkommen bei Blende 8. Heute soll es mal um Tierfotografie und um Naturfotografie gehen, und zwar Tierfotografie in der Stadt. Das scheint ja erstmal etwas widersprüchlich zu sein, aber wir wollen mal zeigen, dass es gar nicht unbedingt so sein muss. Wir haben uns hier getroffen in einem Stadtpark mitten in Bottrop, also mitten im Herzen des Ruhrgebiets, was ja vielleicht dann noch verwirrender erscheint, wenn man den Zusammenhang Tier- und Naturfotografie hört. Aber wir haben natürlich hier durchaus Gelegenheiten, die Tierfotografie ermöglichen und teilweise sogar besser ermöglichen als vielleicht in der sogenannten wilden und menschenleeren Natur. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir hier viele Menschen haben. Diese vielen Menschen sind einerseits ja auch schon mal störend bei unserer Arbeit, aber andererseits gerade die Menschenmengen ermöglichen sie überhaupt auch wiederum erst. Und dadurch, dass die Tiere sich mit den Menschen hier arrangiert haben, haben sie sich natürlich auch mit uns arrangiert. Und wenn wir mit unserer Kamera daherkommen, haben wir dann auch oft Gelegenheiten, uns den Tieren deutlich mehr zu nähern als ja irgendwo in einem Sumpf oder an einem im Donaudelta in Rumänien. Das sind natürlich dann hier einfach ganz gute Gelegenheiten. Das wollen wir uns jetzt einfach mal ein wenig anschauen. Ja, also bei der Tierfotografie in der Stadt und in der Umgebung von Menschen kommt es natürlich auch auf das richtige Verhalten an und auch auf das richtige Verhalten mit den Menschen. Wir müssen natürlich schon auch sehen, wenn die Menschen da sind, müssen wir auch mit diesen Menschen arbeiten. Und das Schöne hier ist natürlich, die Leute haben im Ruhrgebiet dicht besiedelt. Die Leute haben eigentlich keine großen Berührungsängste. Es stört sich keiner daran, wenn man sich einfach mal dazustellt, wenn jemand füttert. Das übernimmt uns natürlich viel Arbeit. Die Leute füttern, das macht die Leute füttern. Die Leute beschäftigen die Tiere, sodass wir uns eigentlich nur auf das Fotografieren kümmern müssen. Wir müssen nicht selber irgendwie Brot werfen oder die Tiere versuchen in Position zu bringen. Wir können einfach das ganze Thema ausnutzen und selber arbeiten. Uns muss natürlich klar sein, dass wir mit so einem Gerät auffallen. Und das weckt natürlich oft auch das Interesse der Leute. Die stellen sich dazu, die kommen natürlich manchmal dann auch ein bisschen zu nah. Es gibt Menschen, die rennen auch mal vor die Kamera. Das passiert alles. Und man wird natürlich auch angesprochen. Und dann wird es manchmal etwas schwierig. Man will sich eigentlich auf die Fotos konzentrieren. Dennoch ist es wichtig, dass man da freundlich bleibt, vernünftige Gespräche führt, vielleicht auch mal durch die Kamera gucken lässt, gerade Kinder. Weil man kann in dem Moment natürlich auch Kinder mal durch die Kamera schauen lassen. Sie schauen sich dann mal so eine Ente mal viel intensiver an, als wenn sie mit den Eltern nur so vorbeigehen. Das heißt, man kann so auch als Naturfotograf direkt mal das Interesse der Leute auf die Natur, auf die Motive richten. Das sollte man ausnutzen. Man kann aber auch deutlich und freundlich sagen, dass man jetzt eigentlich in Ruhe arbeiten möchte. Das ist auch kein Problem. Und man merkt ja auch schon, wie sich jemand einem nähert, wenn schon so einer daherkommt mit so einem flotten Spruch wie immer, wie lange, na, hast aber ein langes Rohr, wie nah kannst du das Tier denn damit heranholen? Wenn man dann einfach mal antwortet, so ganz locker, ja, kein Millimeter, das Tier bleibt da, wo es ist, dann hat der was nachzudenken und man kann in Ruhe weiterarbeiten. Das ist eigentlich so ganz günstig. Man kriegt das eigentlich immer ganz gut geregelt. Aber sehr häufig bekommt man bei diesen Gesprächen auch Informationen, auch Tipps, dass irgendjemand, der hier regelmäßig spazieren geht, sagt, Mensch, der Reiher sitzt doch da hinten immer viel besser oder da sitzt auch mal ein Eisvogel. Es lohnt sich eigentlich immer auch mit den Leuten, das Gespräch anzunehmen und nicht immer abzuwiemeln. Man hat also da durchaus auch so seine Vorteile, dass die Menschen da sind. Es ist nicht immer nur unangenehm. Auch bei den Tieren müssen wir auch hier in der Stadt schon auch auf unser Verhalten achten. Diese Tiere, die hier in der Stadt leben, sind eigentlich alles wilde Tiere, die sich einfach nur die Stadt jetzt als Lebensraum auserkoren haben. Und das heißt, die haben trotzdem alle so ihre Sinne, die haben ihre Instinkte und haben auch ihre gesunde Skepsis dem Menschen gegenüber. Das ist auch völlig verständlich. Also wenn wir uns jetzt hier plötzlich auf den Boden schmeißen, mit so einem großen Objektiv ankommen, wenn wir uns hier hinhocken und stundenlang hier sitzen, das ist etwas, was hier normalerweise nicht passiert. Die meisten anderen Leute joggen, laufen, gehen mit ihrem Hund herfahren, mit dem Fahrrad. Sie sind laut, sie haben bunte Klamotten an. Der Naturfotograf hat eigentlich immer genau das gegenteilige Verhalten. Er ist ruhig, er pirscht sich an, er hat getarnte Klamotten und ein langes Ding dabei, was eigentlich fast auch wie ein Gewehr aussieht. Das ist bei den meisten Tieren so im Kopf immer noch so drin. Da haben sie halt ein bisschen Respekt vor, da sind sie zumindest skeptisch, wenn sie nicht sogar Angst haben. Und das muss man auch bei Stadttieren schon im Hinterkopf behalten. Man sieht hier vorne schon, wie die ersten Köpfchen ein bisschen hochgehen. Dann, wenn ich hier die Kamera so hochhebe über den Zaun,
Das fanden sie schon nicht so ganz toll, aber schon haben sie sich halbwegs beruhigt. Aber man sieht schon, ich komme jetzt, ich habe den Weg verlassen, ich bin auf der anderen Seite des Zauns. Schon schwimmt das erste Pärchen vom Ufer aus weg. Aber meistens bleiben halt doch immer ein paar sitzen und man hat schon noch die Gelegenheit, sich vernünftig zu positionieren. Man kann auch erstmal einen Moment auch mal nicht fotografieren, wartet mal ein bisschen, zeigt den Tieren, dass man jetzt einfach nur hier so ein bisschen sitzt, dass man nichts von ihnen will und kann sich dann peu à peu ja auch langsam in eine bessere Fotoposition bringen. Da werden wir natürlich die Tiere, die direkt hier vorne sind, vielleicht ein wenig jetzt wieder ein bisschen zurückdrücken. Aber die, ich habe mir da vorne das Männchen ausgesucht, was so schön vor dem gelben Wasser sitzt. Das kann man jetzt natürlich versuchen, in aller Ruhe zu fotografieren. Und so wie es aussieht, wird es klappen. Es ist natürlich schon so, dass diese Tiere hier genauso einfach auch erwarten, dass wir die Tiere respektieren, dass wir den bisschen Mindestabstand einhalten. Und das sollten wir jetzt auch lernen, dass wir Tiere beobachten und ja auch merken, ab der und der Entfernung, ab dem und dem Verhalten von uns, ziehen die sich zurück, schauen sehr angestrengt in die Kamera. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja möglichst, dass die Tiere sehr locker wirken, sehr entspannt wirken. Keine angespannten Fotos. Das wirkt bei Menschenporträts nicht angenehm. Das ist bei Tierbildern, denke ich mal, im Prinzip genau das Gleiche. Das ist ja ein Silberreiher, ich werde verrückt. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt werde ich mal gerade nervös. Ja, also spannend ist natürlich hier der Einflug der Reiher, wenn sie mit dicken Ästen, Stöckern oder vielleicht auch mal mit Beute im späteren Monaten dann angeflogen kommen, sie dabei dann zu fotografieren. Und da ist natürlich der Platz, den wir jetzt hier haben, gerade nicht so sehr günstig, weil wenn wir jetzt mal hochschauen, der Himmel ist natürlich hier mit den Ästen vollgehangen. Wir haben gerade einen schönen Blick auf diesen Baum dort vorne mit den beiden Vögeln. Aber wenn jetzt einer angeflogen oder auch von dort wegkommt, haben wir natürlich den Himmel mit diesen Ästen, die dann doch stören, die das Bild einfach kaputt machen, voll. Sodass es schon eben wichtig ist, dass wir uns da, wo wir uns hinstellen, diesen Platz uns natürlich vorher genau anschauen und auch vorher uns klar machen, was wollen wir eigentlich fotografieren. Wenn wir sagen, wir wollen die Vögel fotografieren, die jetzt dort auf den Bäumen sitzen, die vielleicht unten am Ufer entlang laufen, müssen wir uns einen ganz anderen Platz aussuchen, als wenn wir sagen, wir wollen die Flugbilder, wir wollen die Actionbilder machen. Und wir müssen uns auch hier vor Ort, obwohl wir hier viele Motive haben, schon versuchen zu konzentrieren, dass wir sagen, wir wollen wirklich heute Flugaufnahmen machen, dann lassen wir uns nicht davon ablenken, dass irgendwo gerade Entenbalzen oder ein Schwan dahergeschwommen kommt. Dann stellen wir uns an die Stelle, die optimal ist für die Flugbilder und für nichts anderes. Und das machen wir jetzt einfach auch mal. Ja, hier an der Stelle haben wir uns jetzt also einen Platz ausgesucht, wo wir wirklich großen, freien Himmel vor uns haben. Für Flugaufnahmen natürlich absolut bestens geeignet. Wir haben jetzt einfach die Situation, dass wenn die Vögel von rechts oder von links angeflogen kommen und ihre Nester erreichen wollen, wir haben einfach eine viel längere Zeit zur Verfügung, in der wir die Vögel verfolgen können. Wenn man hier ein paar Mal gestanden hat, dann wird man auch sehr, sehr schnell lernen, wenn man ein bisschen beobachtet, von wo die Vögel bevorzugterweise kommen. Das hat viel mit dem Wind zu tun, hat aber auch mit dem Licht zu tun. Die fliegen natürlich immer gerne gegen den Wind an, das heißt, die landen gerne gegen den Wind. Das sind also Sachen, die hat man relativ schnell raus. Und es gibt aber, hat auch mit den Bäumen zu tun. Es gibt gewisse Strukturen da oben, so wie die Bäume gewachsen sind, die ihnen halt angenehmer erscheinen. Durch die fliegen sie halt lieber durch und dann kann man sich so positionieren. Das sind alles so Dinge, das Licht, woher kommt das Licht, woher kommt der Wind, wie machen das die Vögel am liebsten und wo habe ich auch einen sicheren, trockenen, stabilen Standplatz. Das sind alles so Aspekte, die sollte man im Vorfeld, bevor man mit Fotografieren anfängt, sich schon einmal anschauen, in Ruhe durchdenken und dann seinen Standort, den man wählt, oder vielmehr seinen Standort, den man dann einnimmt, danach auswählen. Das ist schon von Vorteil. Jetzt fliegt gerade einer. Er dürfte ruhig noch mal so 10 Meter näher herankommen, damit das Bild das ist, was ich mir eigentlich darunter vorstelle. Aber das ist es halt eben. Es klappt halt nicht immer alles gleich auf Anhieb. Das ist auch schön, das ist ja das Reizvolle an der Tierfotografie. Manchmal auch das Nervige, das ist immer je auch so ein bisschen so nach gerade persönlicher Laune, die man hat. Da kommt er. Ja, mach mal noch 10 Meter. In der Regel nehmen wir natürlich schon Rückenlicht, damit wir eine vernünftige Ausleuchtung unserer Motive haben. Jetzt im Augenblick haben wir so eine leichte Gegenlichtsituation und das ist sehr angenehm, wenn wir uns mal die Enten anschauen auf dem Wasser, die, wenn sie schwimmen, jetzt natürlich so kleine weiße Bahnen hinter sich herziehen, dass dem Bild nochmal ein bisschen so eine kleine grafischen
Effekt zusätzlich verleiht. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und das Gegenlicht hat natürlich oft immer einen etwas anderen Effekt. Das sieht immer ein bisschen verträumter aus, ein bisschen weicher aus. Ist also etwas, entfernt sich also immer so etwas von der sehr gegenständlichen, darstellenden Fotografie, wenn wir mit dem normalen Rückenlicht arbeiten. Also wir machen das bessere Bestimmungsbild, wenn die Sonne in unserem Rücken ist. Wir machen vielleicht das atmosphärisch schönere Bild, wenn die Sonne genau auf der anderen Seite unserer Linse sich befindet. So, ja, dann kommen wir doch auch mal zur Ausrüstung, um jetzt mal der Situation, der wir uns hier gegenüber sehen, auch mal Herr zu werden. Da haben wir natürlich viele, viele Möglichkeiten. Mit so einem kleinen Weitwinkelobjektiv würde man normalerweise Landschaften fotografieren, vielleicht mal ein Tier in der Landschaft oder solche Dinge. Ist hier schwierig. Wir haben hier natürlich, wenn wir uns umschauen, sehr, sehr viele Bildelemente oder sagen wir viele Dinge, die in unser Bild hineinkommen würden. Das würden sehr unruhige Bilder entstehen. Diese atmosphärischen Natur-Wildlife-Aufnahmen sind natürlich hier nicht möglich. Aber wir können uns natürlich diesen Tieren hier nähern. Wir können auch mit dem nahen, mit diesem Weitwinkelobjektiv zum Teil sehr, sehr nah mit etwas Futter oder mit anderen Hilfsmitteln schaffen wir es garantiert. Können wir uns den Tieren sehr, sehr gut nähern und dadurch auch ganz bestimmt spannende und mal etwas andere Aufnahmen hinbekommen. Allerdings würde ich dann anraten, auch nicht mit Speicherplatz zu sparen, sondern auch wirklich auszulösen. Gerade bei so Bildern, wo es dann drauf ankommt, dass es manchmal nur Nuancen sind, ballert man lieber mal ein bisschen öfter drauf los und versucht einfach auch über die Masse zum Erfolg zu kommen. Des Weiteren allerdings sollte man hier vor Ort auch bedenken, dass wir hier eine sehr, sehr gute Gelegenheit haben, Porträtaufnahmen zu machen. Wenn wir draußen in der Natur es vielleicht geschafft haben, von diesen Blässreihen schöne Aufnahmen zu machen bei der Balz oder hier von diesem Teichhuhn, was ihr gerade auf dem Weg herumpickt, haben wir vielleicht Bilder geschossen, wie es über Seerosenblätter wandert. Das ist alles sehr schön, aber zu so einer kleinen Bildserie von diesem Vogel würde es dann ja wunderbar passen, mal Porträts von seinem Kopf zu haben. Nur so sein roter Schnabel mit dem farbigen Auge oder nur die grünen Füße oder vielleicht von diesen Moschusenten, die wir da im Hintergrund sehen, vielleicht auch mal nur das Rückengefieder mit diesen farbigen Federn. Das sind Gelegenheiten, die wir hier haben und da nützt es uns natürlich mit einer etwas kleinen Telebrennweite, so ein 70-200er oder irgendwie ein 180er Objektiv zu arbeiten. Zoom-Objektive würde ich hier immer bevorzugen, weil wir haben hier die Situation, dass die Tiere ja aufgrund der Dichte sich oft auch selber ein bisschen zu sehr im Weg sind. Das heißt, der eine jagt den anderen mal weg, die Situation verändert sich, die Tiere kommen auf einen zugelaufen, weil sie denken, man will den Futter bringen. Sie gehen wieder weg. Wenn man da immer hin und her robben müsste mit einer Festbrennweite, würde das die Sache unnötig erschweren. Wir haben jetzt hier praktisch mehrere Objektivbrennweiten in einer Linse. Das hilft uns einfach hier aus dieser Situation wesentlich mehr Bilder herauszuholen, als wir es mit einer Festbrennweite schaffen könnten. Der Hintergrund löst sich auf und das Bild wird ruhiger. All solche Dinge sind mit diesem Objektiv möglich. Allerdings muss ich gestehen, finde ich in der Fotografie ist Konsequenz eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und es schadet eigentlich auch gar nichts, wenn man es denn kann, wenn die Möglichkeit dazu besteht, auch hier an so einer Stelle mit den großen Geschützen aufzufahren und einfach auch zu sagen, komm, wir nehmen hier eine richtige Telebrennweite, wie jetzt hier dieses 200-400 mm Objektiv. Wir müssen natürlich bedenken, dass wir mit so einem Objektiv auch selber wieder mehr auffallen. Wir haben auf jeden Fall viel eher Zuschauer hier, die sich für das, was wir da machen, interessieren und uns gegebenenfalls auch die eine oder andere Fotosituation zerstören. Aber die Wirkung, dass der Hintergrund aufgelöst wird, die Wirkung, dass wir dem Bildausschnitt noch enger fassen, dass wir ein Tier aus diesem ganzen Wust an Tieren herausisoliert bekommen, dass wir ein Porträt viel schöner gepackt bekommen, die ist natürlich viel, viel größer mit dieser Brennweite als mit dem Weitwinkel oder auch mit dem kleineren Teleobjektiv. Wichtig hier ist allerdings, dass wir hier zu so einer wunderbaren Ausrüstung oder zu einem ganz tollen Ausrüstungsgegenstand kommen, nämlich dem Stativ, weil es wird einfach mit der Zeit doch schwierig werden, eine so lange Brennweite immer aus der Hand oder mit so einer Brennweite aus der Hand zu arbeiten. Während wir mit dem Weitwinkel, dem kleineren Teleobjektiv aus der Hand ganz bequem arbeiten können, weil wir damit einfach flexibler, einfach schneller sind, sollten wir schon hier das Stativ einsetzen. Auch wenn das Stativ von vielen Leuten eher als störend, hinderlich und unangenehm betrachtet wird, man sollte sich angewöhnen, damit zu arbeiten. Es wird die Aufnahmequalität deutlich erhöhen. Es nützt nichts, eine teure Brennweite vor die Kamera zu setzen, wenn man dann aus der Hand vielleicht wackelt, weil das Licht nicht stimmt und die Aufnahmen doch nicht die Qualität haben.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und gerade mit dieser Brennweite, mit dem bin ich also sehr zufrieden. Es ist wieder ein Zoom-Objektiv hier gerade vor der Nase. Es gibt dann immer ganz plötzlich schnell mal eine Situation. Hier ein Rotkehlchen. Das ist eben das Schöne. Die kommen einfach mal gucken, was denn hier los ist. Und so gelingt nochmal nebenbei nochmal ganz schnell ein Bild. Nicht zu vergessen bei der ganzen Geschichte sind so Dinge neben der Fotoausrüstung, die man jetzt natürlich noch erweitern könnte. Blitzlicht wäre auch nicht schädlich hier, würde den Tieren auch nichts ausmachen. All solche Dinge kann man alles einsetzen. Aber viel mehr Augenmerk würde ich mal richten auf die periphere Ausrüstung. A, brauchen wir einen vernünftigen Rucksack, um das Foto-Equipment auch vernünftig tragen zu können. Ich finde es immer besser, in einem Rucksack habe ich immer alles schön auf dem Rücken. Ich habe die Hände frei für mein Stativ, vielleicht für eine Tüte mit Futter oder was ich sonst noch mitbringen möchte, für meine Isomatte, die ich mitbringen möchte. Denn wenn wir uns die Gegend hier anschauen, es ist A, heute ein etwas feuchter Tag. Zum anderen, die Enten sitzen dort jeden Tag, sie fressen dort jeden Tag. Man kann sich gut vorstellen, dass sie auch jeden Tag dort das, was sie fressen, verdauen und auch wieder ausscheiden. Darin, sich jetzt mit seiner Jeanshose herumzuwälzen oder mit seiner Sonntagsausgehjacke, wäre natürlich Unsinn. Weshalb es sinnvoll sein kann, hier mal eine Decke, eine Isomatte, ein Handtuch, ja, oder einfach mal so eine Regenhose hier mitzubringen, die man für teuer Geld, aber auch für billig Geld bekommen kann, sodass man sich einfach aufs Fotografieren konzentriert und sich nicht von ein Fleck an der Jeanshose oder ich bin hier gerade mal ein bisschen nass am Knie, sich von solchen Dingen einfach nicht ablenken lässt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also sicherlich ganz interessant für denjenigen, der vom Boden aus arbeitet, ist sicherlich auch, sich mal im Gartenbereich umzuschauen. Dort finden wir Knieschoner, Ellbogenschoner für die Gartenarbeit. Die können wir auch sehr gut für unsere Fotografie benutzen. Wenn wir da unten am Boden herumkriechen, schadet das auch nichts, wenn wir unsere Gelenke schonen. Man findet allerdings solche Knieschoner, Ellbogenschoner auch beim Volleyball, im Sport. Wer da einen Bekannten hat, der ein paar alte ausrangieren möchte, dann sollte man gleich zuschlagen und die Dinger mitnehmen. Die können bei uns sehr gut verwendet werden. Wir wollten noch mal hier ein klein wenig darauf eingehen, dass wir mit wilden Tieren, die uns nah ranlassen, wie oder auch jetzt hier alternativ mit diesen Tieren in diesen Gehegen hier, natürlich dann auch wirklich noch mal versuchen sollten, andere Situationen einmal im Bild festzuhalten. Zum Beispiel von diesen Pfauen, die gerade vorbeigelaufen sind, wenn man sich hinten die Schwanzfedern angeschaut hat, davon jetzt mal Detailaufnahmen zu fotografieren. Wir wollen mal so ein, zwei solche Aufnahmen machen, um einfach mal zu zeigen, was man auch noch im Bereich Tierfotografie vielleicht so ein bisschen kreativer gestalten kann. Dass es dabei nicht nur um die reine Abbildung in der Tierfotografie und in der Naturfotografie geht, sondern natürlich auch ein bisschen darüber hinaus. So, man sieht natürlich jetzt hier, das Gehege bringt es ja nicht. Das Gehege gibt ja gar nichts her, sodass es jetzt Sinn machen würde, das Tier hier in seinem Gehege zu fotografieren. Das ist ja überhaupt nicht schön. Also sind wir fast gezwungen, hier uns auch mal zum Beispiel auf sowas wie diese Nasenlöcher zu konzentrieren, die wir da sehen. Wir sehen ja auch die dicken Hauer, die da rechts und links bei diesem Schwein aus dem Kiefer herausragen. Das sind vielleicht so Sachen, wo man jetzt mal vielleicht mal versucht, die mal in einem Bild einzufangen. Der Bursche scheint trotzdem ganz aufgeregt zu sein, weil er gerade hier frisches Futter gestreut bekommen hat. Und so richtig will er gar nicht mitarbeiten. Aber mal sehen, ob es klappt. Und zappelt auch nicht so viel. Das ist ein hektischer Kerl. Diese hektischen Viecher, unglaublich. Es ist halt manchmal so, wenn das Licht nicht stimmt, wenn einfach manchmal auch die Umgebung nicht funktioniert, wenn die Tiere nicht mitspielen, wir können sie ja nicht zwingen, dann ist es manchmal auch so, dass man keine Bilder machen kann. Das gehört einfach mit dazu. Es ist halt nicht so, dass man jetzt ein Model bezahlt und sagt, lächle. Und die macht es natürlich dann für Geld und man das Licht steuern kann und alles steuern kann, wie man es will, so im Studio. Sondern leider Gottes müssen wir uns ein bisschen hier nach den Tieren auch richten. Und die spielen manchmal mit und manchmal eben nicht. Wobei man natürlich schon ein bisschen auch, wenn man das Tierverhalten kennt, da auch ein bisschen drauf einwirken kann, aber eben alles nur in Maßen. So, und wie aus dem Nix ist dann plötzlich wieder eine Situation da, wo irgendwas passiert. Die beiden Tiere haben miteinander ein bisschen Interaktion gehabt, sind still geblieben. Ich konnte die Zähne von dem dicken Eber wunderbar fotografieren. Mit einmal ist es da. Und von einer Sekunde noch hätte man eigentlich denken können, man packt ein. Und auf einmal hat man wieder was. Genau wie er jetzt gerade still steht. Und auch mal sowas wie zum Beispiel hier für ein Schwein den sehr ungewöhnlichen Schwanz zu fotografieren. Was für ein Tier ist das? Zu sagen, komm, wir fotografieren mal was anderes. Wir nehmen mal einen Ausschnitt von diesem Schwein. Weil letztendlich muss man immer auch sehen, es gibt ja irgendwas, was ein Tier ausmacht. Bei dem Schwein könnte man jetzt schon sagen, sehr spannend an dem Schwein, ist sicherlich irgendwo das lockige Fell. Wenn man das da mal so ein bisschen rausstellt in einem Bild, kann man
in der Beamer-Show oder auch so, wenn man die Fotos zeigt, natürlich auch über etwas reden. Also Fotos, gerade Naturfotos, können natürlich auch durchaus mit etwas bisschen Text versehen werden. Dazu benötigt man dann aber natürlich auch Bilder, über die man sprechen kann. Und das ist immer ganz gut, wenn man dann auch schafft, auf solche Dinge, die ein Tier ausmachen oder die an einem Tier besonders sind, wenn man solche Sachen fotografiert und in Bildern festhalten kann, dann ist das natürlich hilfreich. Ja, zum Abschluss bleibt zu sagen, dass wir heute einen sehr realistischen Tag in der Natur- bzw. Tierfotografie erlebt haben. Es hat nicht alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Dennoch, denke ich, konnten wir zeigen, dass es sich auch lohnt, vor der Haustür zu fotografieren, dass eine Stadt, dass ein Park, eine belebte Landschaft genug Motive für uns Tier- und Naturfotografen bereithält. Und ja, ich denke auch, dass es immer wieder auch was bei rumkommt. Nicht nur an Bildern, dass wir auch hier Menschen kennenlernen können, dass wir Informationen von diesen Menschen bekommen und dass wir auch andere Fotokollegen, das ist heute nicht passiert, aber durchaus auch hier treffen und kennenlernen können, was uns natürlich auch wieder in unserer Fotografie weiterbringt. Ja, sollten Sie noch weiter Interesse an der Naturfotografie haben, dann kann ich Ihnen diese beiden Bücher, die im Galileo Verlag erschienen sind, vielleicht mal ans Herz legen. Da können Sie sich sicherlich die eine oder andere Anregung noch zusätzlich holen. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht noch mal wieder hier bei Blende 8 wieder treffen werden.